Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Aufnahme. Huli Nerd zockt. Wir spielen heute The Blind Swordsman. Ich möchte zu diesem Spiel keine große Einleitung geben. Ich lasse euch einfach an diesem Spiel teilhaben, während ich versuche, mich in diesem Spiel zu meistern. Wir gehen direkt in den Story Mode. Wir haben jetzt das erste Level. Wir haben unten die Steuerung. Ja. Wir sind der Blind Swordsman. Den hätten wir zur Strecke gebracht. Gehen wir ins zweite Level. Falls ihr das Spielprinzip noch nicht verstanden habt, es geht einfach darauf aus, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt eben halt die Aktionstasten betätigen müsst. Also ihr müsst euch komplett auf euer Gehör verlassen. Ich probiere dieses Level jetzt noch einmal. Es ist wirklich schwierig, also es ist ein etwas gewöhnungsbedürftiges Spielprinzip. Also ich gebe zu, es ist, denke ich, etwas weniger unterhaltsam, wenn man dabei jemanden zuschaut in Anführungszeichen. Ich verlinke euch dieses Spiel unten in die Videobeschreibung und ich bin mir sicher, ich werde jetzt den ein oder anderen etwas verschreckt haben, weil ich mich dafür entschieden habe, dieses Spiel kurz zu zeigen. Ich werde mich jetzt selber noch mal ein bisschen an diesem Spiel probieren. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was ihr von so einem Spielprinzip haltet. Das war mein Video zu The Blind Swordsman. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.